Sind wir. Okay. Ach so, ja, wir müssen einfach nur unsere Lampen auf ihn richten. Okay. Alle gleichzeitig. Also Lampen. A? Nichts, er ist A. Achso. Einfach nur deine Lampe auf ihn richten und das reicht schon. Ach, ist das eine beschissene Steuerung, WTF. Er kann halt tauchen, oder wie? Ja, ja, und ausweichen. Jetzt müssen wir warten, wo er auftaucht. Yoshi, kann rot, so bitte mal... Yoshi, bitte... Yoshi! Also an uns scheitert es ja wirklich nicht. Danke. Also ich dachte wirklich gerade, wir verlieren. Ja. Normalerweise sind die harten Computer immer so richtig uff. Es gibt noch die Schwierigkeitsstufe Very Hard. Ja, als wahrscheinlich jetzt auch noch. Nicht so viel machen. Wir können noch so schnell beim nächsten Schwierigkeitsgrad einstellen und dann machen sie uns so fertig, dass wir denken, wir gehen wieder auf Hard zurück. Glaube ich nicht. Also bei den Brettern ganz bestimmt nicht, bei den Brettern sind sie dumm. Ah, Kampfminispiel gibt es übrigens auch. Oh nö. Werden jetzt wieder alle Münzen abgezockt? Oh ja. Och. Hey, siehst doch mal so. Wenn es nur 20 sind, hast du das Geld noch nicht mehr. Es sind sogar nur 10. Okay. Aber selbst das reicht, um mich zu besiegen. Könnt ihr einfach mal kämpfen. Die Battle-Minigames waren hier aber lustiger als in 4. Bin gespannt, was du sagst. Ich bin sehr kritisch, also. Blumenklatsche. Das klingt nicht gut. Ja, das ist sowas wie... Das ist ein Reaction-Spiel. Och nö. Also ich muss sagen, was ich ganz cool finde, ist dieses Kritzel-Gemälde-Ding als Übergangsbildschirm. Das finde ich ganz süß. Drücke schnell A, sobald die Blume auf der Tafel mit der großen Blume in der Mitte übereinstimmt. Also, ah ja. Also einfach A drücken, wenn es passt. Die Blume passt, okay. Genau. Ist ein Reaction-Spiel, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, uff. Okay. Also wenn die gleich sind. Genau. Boah. Genau. Also der Yoshi hat so schnell reagiert, da konnte man nicht mehr reagieren, finde ich. Ich habe trotzdem Second, also kriegst du trotzdem genug Sterne. Ich habe nur gedrückt, weil der Yoshi gedrückt hat. Muss ich zugeben. Alter, und das mag ich halt auch nicht, er cheatet immer übelst. Wieso cheaten? Es hätte auch falsch sein können, wäre ich falsch gelegen. Mhm. Nie. Ja, dann habe ich trotzdem jetzt genug. Wenn du mir den Stern wegnehmen willst, dann kannst du es immer noch tun. Ich wünschte, jemand anderes würde mal mit dir Mario Party spielen. Ich will wissen, ob andere auch so negativ denken würden, wenn es mit dir spielen würde. Super, du bist eingeladen. Wir können auch gern zu dritt spielen. Siehst du, hast doch genug gewürfelt. Was ist dein Problem? Ja, man weiß doch nicht. Gib her, Mann. Du hast sogar fast wieder genügend Geld, um noch einen Stern zu holen mit einer Lampe. Ja. I got it. Du kommst dann mit deiner doofen Lampe? Die eine Glocke ist und dann machst du mich kaputt. Ja, das stimmt, aber ich brauche dafür 50 Münzen, um den Stern zu klauen. Ach, also du hast das vor? Nein. Mhm. Ich habe nur gesagt, wenn ich es vorhaben würde, bräuchte ich... Okay. Los, wir für eine 10 kommen, richtig cheaten. Ja, hier, guck. Ich habe eine coole 10 gewürfelt. Alle gegen Mario. Oh, Yoshi, bitte verkack's wieder. Coco-Killer. Cooler. Coco-Cola. Nicht der Coco-Killer, der Coco-Cola. Okay. Haha. Oh nein, das war auch ein Kack-Mini-Spiel. Ja. Der ist so süß, der kleine Purzel. Wir müssen Stampfattacken machen und die Kokosnüsse auf Wario runterholen. Muss ich A und Z drücken für die Stampfattacke? Also machst A und Z. Aha. Wie auch immer in einer Mario Party. Gleichzeitig oder A, Z? Nein, A, Z. Okay. Und wir müssen ihn halt treffen. Genau. Es ist schwer, weil es kann Kacke enden. Kannst natürlich auch lenken zu ihm. Nee. Danke, Yoshi. Willst du noch weiter im Weg rumstehen? Ich bin Yoshi. Ich muss mal da rumhüpfen. Ich dachte, es ist schwer. Ich sehe schon. Es war schon sehr hart, ja. Ich weiß natürlich für Wario. Ich habe das schwer in Erinnerung gehabt zu treffen. Aber wenn du dabei bist, ist natürlich wieder alles was anderes. Und Yoshi stand die ganze Zeit. Yoshi immer unter mir. Er ist unter uns. Ja. Among Us. Oh nein. Ist er der Imposter? Hi Yoshi, ich heiße Nixtag. Bist mal wieder essen wieder. Okay. Was, wenn du die Wahrheit sagst, aber er so sagt nö. Das macht Toad gerne. Wenn Toad fragt, isst du gerne? Was happened hier gerade? Oder lernst du gerne und du sagst dann so wie, nö, du bist voll scheiße. Das gibt's auch. Ja, jetzt übelst weit weg, oder?
Du kommst nicht zum Stern mehr. Du hast aber noch deine Lampe. Das ist, bedenke das bitte. Mit dieser magischen Lampe kannst du immer zum Stern kommen. Ja. Du kriegst jetzt natürlich, weil bei dir das blöde Eis nicht einbricht. Ich will kein Minispiel mehr machen. Kein Tod, nicht einfach sagen, eine Frage. Ah, meine Beine. Nee. Glücksrad. Meine Beine. Eingeschlafen oder Schmerz? Ja, beides. Oh ja, ich liebe das Glücksrad. Ich spüre sie nicht mehr. Vielleicht kriege ich ja noch eine Glocke. Bitte nicht deine Beine tot haben. Was macht der Schlüssel? Du kannst so ein Tor öffnen, wo du nicht durch kannst. Ach so. Das brauchst du manchmal für Sterne. Manche Sterne verbirgen sich so hinter Toren. Mhm. Okay, was kriege ich? Oh nein. Das ist ein Verlust. Bitte nicht Verlust. Ich krieg halt nichts. Ach so. Das ist einfach nur... Wie sich freut, Mann. Ist das noch Baby-Bowser oder Mini-Bowser? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Mini-Bowser, aber es kann auch noch Baby-Bowser sein. Warum sind wir eigentlich nie in einem Team? Weil ich Yoshi haben möchte. Ah, meine Beine wachen auf die unangenehme Art und Weise auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn die so kribbeln, so richtig unangenehm. Ja. Fühl ich. Ich nicht. Synchronsprung. Ja, das klingt sehr gut. Okay. Treff dieselbe Figur auf dem Block wie dein Partner. Oh nein. Ach so, also Glück. Nicht Glück, wenn du mit deinem Partner zusammenspielst, dann ist es kein Problem. Dann sagst du halt, nimm den Toad. Oder so. Aha. Okay. Ich nehme den Goomba, du machst auch den Goomba. Dankeschön. Wir drücken einfach sofort drauf, okay, Yoshi? Ist der Mini-Bowser gut? Nein, der gibt einen Punkt Abzug. Danke, dass du uns das gesagt hast. Oh, scheiße. Bist du dumm, Wario? Wirklich jetzt? Los, nimm den Toad. Der Toad gibt sich auf 3 Punkte. Tut er wirklich? Das hätte ich nicht sagen dürfen. Wir brauchen noch einen Toad, Yoshi, okay? Ich time es. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Den Goomba. Wir könnten 1 Punkt gewinnen. Mit einem verdammt unentschieden. Und dann? Was heißt halt das? Keiner. Achso. Das war aber ein cooles Minispiel. Achso, übrigens, alles, was hier verpixelt und verbuggt aussieht, ist Emulator. Im Originalspiel sieht das nicht so aus. Also, wenn irgendwas nicht gut aussieht oder verbuggt und falsch, dann ist es meistens wegen dem Emulator und nicht, weil das Spiel wirklich so scheiße aussieht. Zum Beispiel diese abgehackten Striche überall. Das sind alles Emulator. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich dachte, das muss so. Ich weiß auch nicht, wieso, aber Mario Party 3 funktioniert einfach nicht gut auf dem Emulator. Ich weiß nicht, wie das bei Project 64 2.3 ist, aber... Das war aber Bowser, oder? Mhm. Ja, wer spricht denn? Ja, fick dich also doch. Also, der Waluigi. Ich habe gehört, du bist eine Frau. Also, warum denn ich? Ich bin nicht mal Erster. Ich weiß nicht, warum man dich genommen hat, aber ich finde, das ist ganz fies von dir, dass du mich angerufen hast. Deswegen 20 Münzen her. Ich finde das gerecht. Ich spiele schon fies zu dir. Guck mich jetzt nicht so an. Es war Yoshi. Du hast ich hasse Mario Party, wirklich. Mario Party ist so ein Drecksgame. Aber das ist halt Chefs Lieblingsgame. Was soll das ist nicht mein Lieblingsgame. Du sagst immer, wir spielen nie Mario Party. Tun wir was auch soll ich nie. Denn machen, wenn er mich so anguckt mit seinen süßen Augen? Ich sag immer, ich habe gesagt, wir sollen spielen das Spiel nicht zusammen. Und da hast du gesagt, doch, wir machen das. Naja, wenn du sagst, wir spielen das Spiel nicht zusammen. Tun wir auch nicht. Natürlich bin tun ich dann wir auch nicht. Ja, fall doch einfach hin, ist kein Problem. Mach das noch ein paar Mal, dann komme ich da hin. Ja, genau. Hey, ich kann nichts dafür, dass du jetzt auch dahin kamst. Also, ist nicht meine Schuld. So, ein Dreck. Was zum Fick soll das Spiel? Soll ich auch noch einen Bowser zu dir hinlocken? Weißt du, du hast viel mehr Münzen. Aber Hauptsache, man hetzt ihn auf mich. Ich habe keine Ahnung, warum Yoshi auch... Was das Tolle ist, du hast auch noch so ein blödes Telefon. Und ich weiß genau, dass das auch auf mich hetzt. Wieso solltest du auf dich die Glocke noch? Auf die würde ich auf dich hetzen. Ja, natürlich würdest du die Glocke auf mich hetzen. Lawinen-Schlawine. Ja, Trigger wiederholt B, um einen Schneeball zu bauen. Rolle ihn, bis er groß ist und drücke ihn A, um die Gegner zu treffen. Also, du machst das klingt sehr scheiße, aber ist okay. Einfach in der Mitte bleiben, damit keiner dich irgendwie runterstoßen kann. Mhm. Außer beim großen, ich glaube, der große Schneeball ist Instant Death. Wir machen jetzt Animal Crossing. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen, ist ja voll nett. Ich mach einfach so, für mich allein. Okay, Yoshi ist tot. Schade.
Ja, mit dem großen Schneeball zu treffen, ist ein bisschen übel. Nein! Ich lass dich zu, dass du... Das war ein schöner Schubs. Danke. Ich könnte das auf ewig weitermachen. Mach das doch. Manu! Ich will keine Unentschieden. Mann, wieso... Oh, scheiße. Ja, jetzt würde ich wegrennen. Tschüss! Mann, du bist ein Arschloch, wirklich. Ich hasse Mario Party. Hey, komm, das hätte jetzt auch ein Wii-Party-Spiel sein können. Ich hasse Mario Party so sehr. Ich hasse Mario Party. Wir können wirklich bloß ein Brett pro Tag spielen, mehr wird das nicht. Ihr könnt auch das Let's Play hier einfach abbrechen. Schon. Oh, ich hasse Mario hochladen. Party. Wie viele Duell-Dinger gibt's denn? 6 normale Bretter, oh, und ich glaube 6 Duell-Bretter. Gott, als ob wir 12 Bretter spielen. Die Duell-Bretter dauern weniger. Die gehen, glaube ich, in 20 Minuten. Oh, das ist ja gar nicht. Vor allem Duell. Also nur spielen, in denen du mich fertig machst. Das stimmt doch gar nicht. Ja, da habe ich richtig Bock, kann ich dir sagen. Ja, jetzt noch ein paar Münzen abzuschieben, ist kein Problem. Ist doch auch gut für dich, oder? Nein, weil du gewinnen wirst und dann habe ich 10 Münzen verloren und du 50 gewonnen. Ich möchte nur mal sagen, wir haben euch bei die Hälfte wahrscheinlich erreicht und sie ist schon sehr sollte. Ich hasse Mario. Ketten und Karussell ist ein Glücksspiel. Oh nö. Aber ich liebe dich, deshalb mache ich es für dich. Hm. Schmusi. Also einfach A drücken oder? Ja, ich glaube auf die Farbe, die du rauf willst. Ja, zeig mir halt einfach nicht was. Es ist ein Glücksspiel, da brauche ich dir nicht viel sagen. Also ich drücke einfach A und dann. Oder ich gehe auf Rot. Ja, ich weiß doch nicht, was ich drauf gehe. Ich hätte einfach A drücken müssen. Ja, ich hätte grün genommen. Jetzt nimmt Yoshi grün und gewinnt, ich sag's dir mal. Es gibt. Stimmt, es gibt keine mehrere Runden. Genau, der Ketten und schnappt sich nach und nach hin. Wenn Grün jetzt gewinnt, weine ich wirklich. Ich wollte Blau, also. Danke. Okay. Ich wollte Blau. Okay, du bist zumindest raus. Ich bin glücklich. Ach, man darf sich doch nochmal die Farbe auswählen. Hä, wieso? Was meinst du? Ah, ihr dürft nochmal die Farbe auswählen. Ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, man macht ich wollte eigentlich Rot nehmen, aber ist kein Problem. Nimm halt einfach Gelb. Ja. Rot gewinnt. Safe ist es Gelb, weil ich eigentlich Rot nehmen wollte. Gelb war es gerade eben. Sehr schlechtes Gefühl. Gelb ist immer böse. Ich wollte okay. Fucking Rot nehmen. Ich hasse Mario. Ich wollte aber auch Blau nehmen, okay? Ich bin auch bei Gelb gelandet. Ich fühle dich gerade sehr. Kriegt kein Geld, genau. Ich. Hä, wieso tun? Naja, weil der dritte Platz kein Geld bekommt. Der vierte auch nicht. Naja, aber eine Münze kann man noch kriegen, vielleicht. Nein, die kriegt der erste, wie vorhin. Yoshi hat vorhin auch alle Münzen gekriegt. Nein, ich weiß, das war Mario. Alter. Also, wir sind bei 36 Minuten, also. Noch hast du gut durchgehalten. Nein, sag einfach nichts. Und genau das ist Mario Party immer. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen Mitleid. Chef lacht mich nämlich immer nur aus, weil ich so Pech habe. Kann mich bitte jemand bemitleiden? Wirklich, es läuft in jedem verfickten Mario Party Spiel, was wir spielen, habe ich immer so ein Pech. Wirklich. Mich erwischt jeder scheiß Pech-Tränen-Dings. Wir nehmen das aber hier, gerade ja, auf. Ja, klar, das geht. Hey, das ist doch gut für dich. Da kriegst du das Geld. Du kannst nicht mehr verlieren. Außer die drei Münzen. Dieses ja, um 30. Hey, du hast doch gar nichts. Du kriegst jetzt 5 Milliarden Münzen, ich weiß es. Hier, ich habe jetzt 0. Das wird dabei bleiben, ich werde 0 haben, für immer. Ja, also das ist, wir nehmen das auf, drückischere Türen sind toll. Ja, wir nehmen das nur auf, damit wir sehen, genau, dass Teddy doch Glück haben kann. Ich habe ja kein Glück bis jetzt. Toad, Boo und Cooper betreten das Schloss. Merket ihr, durch welche Tür jeder eintritt und dann antwortet halt schneller. Warte, wie sind denn die Dings? A, B oder Z? Z ist... Also einfach, ja, das ist wieder Geschwindigkeit und da bin ja. Ich schlecht. Also es kommt dann am Ende eine Frage, durch welche Tür ist Cooper durchgelaufen, dann muss der Schnellste antworten. Ja, das schaffe ich doch niemals. Ja. Ich habe gesagt, wir müssen das nicht aufnehmen, aber du wolltest das. Also. Du hast gesagt, wir nehmen das sowieso nicht. Tun wir auch nicht. Ja, aber natürlich bin ich dann sad. Okay. Und jetzt? Kommt gleich das Bild. Scheiß. Ich glaube, Yoshi war schneller, oder? Ich habe nichts gesehen. Nee, okay. Du warst schneller. Nee, Wario. Nein, Wario. Ja, genau, Wario. Guck doch einfach sofort. Das wird Adon. Ich weiß es. Und dann hat er natürlich recht. Ich glaube, ich müsste die Taktik auch machen. Du spast einfach. Hey, du kriegst wieder mehr Geld, als du verloren hast.
26 Münzen. Ich will mir 26 Münzen setzen. Er hat 60 bekommen. Er hat davor schon 5 Milliarden. Ja, aber Yoshi hat vorhin bei dem Blumen-Minispiel auch mega schnell reagiert des Todes. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist, meine beschissene Lampe einzusetzen, bevor mir irgendjemand mit einem Schuh ins Gesicht tritt. Also, würde ich sagen, würde dich beschützen davor. Nee, das glaube ich nicht. Du bist derjenige, der mit dem Schuh ins Gesicht tritt. Ich wusste, dass du das wirklich, sagst. Es ist so. Ich glaube, ich hatte nur einmal Glück und das war nur... Das war bei dieser, war das 5 oder 6? Wo? Als ich wirklich ultra viele Sterne gekriegt habe, weil 6. ich nur im Kreis gelaufen Deshalb bin. Deshalb mochtest du auch 6, weil ja. du 6 Glück hattest. Da hatte ich wirklich sehr viel Glück, bin immer nur im Kreis gelaufen und habe alles bekommen. Also zerbricht die Blöcke und findet den Pilz. Also einfach Glück. Ja, also normal greifst du einfach nur die Blöcke an, damit du einen Pilz findest, dann sammelst du den Pilz ein. Wenn du den Pilz hast, rennst du einfach auf deine Gegner, okay? Och, warum ist das immer so ein Gegner-Ausschalten-Ding? Bei Gegner ausschalten, Ding. Kann ich auch Fortnite spielen, wirklich. Ja, aber Wii Party hat das doch auch in Release Wii Party. Jetzt hör auf, das zu flamen. Wii Party ist schön. Wii Party ist genau gleich. Ja, kannst du mich bitte wenigstens in Ruhe lassen? Okay, mach ich. Danke. Ja, hau die mal raus. Hallo, geh mal weg. Piss dich mal hier. So, okay, danke. Jetzt sind noch wir beide. Das ist gemein. Es Wie viel Glück hab ich oder? Denn? Hier, ich ja. spuck's dir vor, Würde ich nicht tun. Bam. Ich musste nicht mal was tun. Ja, aber du hättest mich ja sowieso besiegt. Warum? Dann kann ich es auch lassen. Jetzt kommt schon die, ich gebe langsam auf. Was ist Mario Party? Aber ich liebe dich und deshalb ist es okay. Ich habe Angst. Wieso? Du machst mir Angst. Wieso? Weil das habe ich noch nicht gesehen. So. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Aber für dich. Wir haben übrigens die Hälfte erreicht. Die Hälfte. Freu dich. Erst die Hälfte. Befreit mich bitte. Helft mir. Helft mir bei der Petition gegen Mario Party. Oh, jetzt kriegt er 25 Münzen, der kleine Wichser. Wirklich, weine gleich. Hier, er kann sich seinen Stock mit dem Mini-Pilz in den Arsch schieben. Es sind überhaupt okay. 25 Münzen dort. Ja, hier, nimm mal die geilen 50.000 Münzen hier. Ich brauch dieses Let's Play gar nicht kommentieren. Teddy macht das schon. Ich nehme mal eine Lampe. Die ja. schiebe ich mir jetzt in den Arsch. So. Let's go. Hier. Boop. So, voll im Arsch jetzt. Geil. Hallo, du Geiler. Ich bin Hausvater. Du bist Melonengeist. Ich sehe es schon. Meloni, los, hilf mir. Mach mal. Ich fand den mit dem Riesenbauchnabel besser. Ich weiß gar nicht, was ein 2 war. Was sagt der aus Zelda CDI? Swadala oder so? Ja. Weißt du, was ich meine? Swadala. Da muss ich gerade dran denken, Mann. Ja, gib mir mal die Münzen hier. Stern. Ich krieg sowieso meine Sterne wieder weggenommen. Nein, ich habe noch keine 50 Münzen. Aber du wirst mich auswählen. Wenn ich verlieren sollte, vielleicht. Purzel. Du bist das einzige Schöne in meinem Leben. Ich liebe Purzel. Ich will Purzel. Ich liebe Purzel. Kannst du. Wieso bin ich nicht das Schöne in deinem Leben? Hä, wieso? Ja, du hast gesagt, Purzel ist das einzige Schöne. Du zwingst mich ja zu dieser Kacke. Ich zwing dich nicht. Ich hab Ja, jetzt noch Münzen verlieren. Geil. Gar nicht schuld. Aber du liebst es und deshalb ist es okay. Ich liebe es nicht. Du lachst zumindest. Ich freue mich, dass wenigstens du Spaß hast. Naja, ich finde es halt lustig, dass du dich aufregst und du immer mit deinem. Wenn ihr nur ihre Blicke sehen könntet, ist das wunderschön. Bist du allein? Ja. Ja gut, das kann ein Vorteil sein. Ja, sagst du aber, immer und dann verliere ich. Stell dir mal vor, meinen Y-Knopf. Ich sag dir wirklich immer gibt ihm die Hoffnung, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es keine Hoffnung in meinem Leben gibt. Die Nagito ist schon vorbei. Drückst einfach den Knopf, der angezeigt wird. Ach, das kann ich doch nicht. Los, let's go, mach hin. Das bloß nicht, ich kann's A, B, Z. Kann ich wieder wie beim letzten Mal den Controller falsch eingestellt sein, sodass ich einen Mega-Vorsprung habe? Das war schön. Ja, das war auch übel. Ach, A, B, Z. Was war das denn? Der wollte mich umbringen. Kann der mich umbringen? Nee, aber du wirst halt gestoppt. Aber nur wenn ich Pech habe, oder? So wie jetzt. Ja. Geil, liebe ich. Los, beeilt euch doch. Ich kann nicht so schnell. Wir können Teddy aufhalten. Nein, wir wurden getroffen. Das war echt knapp. Nur weil du mich gewinnen lassen hast. Ich danke dir. Es lag tatsächlich an mir, dass wir verloren haben. Ja, sag ich doch. Ja, Mann, gib mir 13 Münzen. Geil. Hey, also noch ein bisschen mehr und du kannst wieder einen Stern holen. Nein. Ich weiß gar nicht, wo der nächste Stern ist. Der war irgendwie rechts, oder? Ja, ganz weit rechts. Ich hab keinen
nennen wir quer. Mario Party ist Kacke. Oh, diesmal in die andere Richtung. Reverse Time. Ich würde einfach sagen, wenn wir wirklich nur ein Brett pro Tag schaffen, machen wir ein Duellbrett und ein normales Brett, weil Duellbretter sind kurz. Du meinst, wir machen an einem Tag ein Duellbrett? Oder ein normales Brett? An einem Brett. Tag ein normales. An einem anderen. Nein. Nein, wir spielen immer nur ein Brett. Aber ein Brett würden wir gar nicht vorankommen. Ja, ist mir egal. Also, Wii Party hast du länger durchgehalten als nur eine Stunde zwei. Wii Party macht auch Spaß. Das macht auch Spaß. Nein. Es ist das, was bei das Wii Party gewinne ich zumindest ab und zu mal, weil ohne du, Angst zu haben. Bei Wii Party gewinnt man, wenn man auch einfach nur scheiße ist. Ja, das ist schön. Ich möchte das bitte weiterhaben. Außerdem rutscht meine Brille. Das ist mega unfair. Ach, jetzt ist das genau das der Nachteil. Ja, und jetzt kriegen die noch den Vorteil ihres Lebens. Achso, sie springen nicht drüber. Ja, warum sollten sie das nicht tun? Weiß ich nicht. Sie sind auch dumm die ganze Zeit. Ist ja nicht sogar hier unten gleich der Stern? Ja, die müssen jetzt nur nach links abbiegen. Also Yoshi ja, macht das schon. Ja, genau, Yoshi. Ja, ich würde auch. Oh, Yoshi, du bist mein Liebling. Kannst du nicht, Chefe, kannst du nicht Yoshi den Stern stehlen? Weiß ich noch nicht, sehe ich dann. Bitte stehl Yoshi den Stern. Ja. Okay, der nächste Stern ist bei euch. Rapunzel, bist du süß? Ihr müsst über das Eisfeld laufen. Rapunzel, du hältst mich am Leben, wirklich. Und dich würde ich sterben. Ich glaube, Teddy geht mir noch fremd. Ich bin Yoshi. Purzel. Hier, Purzel. Wieso ist wahrscheinlich nach links gegangen? Na, weil er auf das Bowser-Feld gegangen wäre. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Der ist Bowser, nicht Bowser. Bowser. Halt die Fresse, Mann. Wer hat das gesagt? Hans. Hans war das. Hans war Arschloch, das. Ey. Hast du wirklich einen Hans als Zuschauer? Ich habe keine Zuschauer. Ah, das stimmt. Ja. Aber vielleicht schauen ja Nudel oder Zucker Darkseid wieder die Videos. Nein. Nein? Nein. Vielleicht gibt es wieder ein schönes... Soup. Vielleicht gibt es wieder ein schönes Best-of, das dann zu 99% daraus besteht, dass ich rumgeraged habe, wie kacke doch dieses Spiel ist. Ja, ja. Okay. Lass mich ran, der King Bowser-Anzug geschenkt, oder? So nett bist du. Was ist Bowser's Münzregen? Münzregen, hier kommen. Ich hoffe, das sind Minus-Münzen. Nö, ich bin der Meinung, ihr alle gebt Münzen. Seht ihr, und das meine ich, das ist halt auch... unfassbar ungerecht. Hä, wenn ich auf einem Bowser-Feld lande, und zwar egal in welchem Spiel, heißt das immer, ja, du gibst mir jetzt mal die Münzen ab, ne? Landet irgendjemand anderes auf dem Drecksfeld, ja, alle nehmen jetzt ja Münzen weg. Und wer hat dann keine Münzen mehr? Ich habe auch keine Münzen mehr. Ja, aber du kriegst jetzt wieder welche, weil du gewinnen willst. Das ist ein Item-Mini-Spiel. Aber das ist okay. Du bist verrückt geworden. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 du bist wirklich verrückt geworden, oder? Erst Amore. Mon Amore, mes amis. Ich hätte nichts gegen, nochmal noch gegen die Glocke, also. Du kannst meine Glocke läuten. Ich kann auch meine Glocke läuten. Nee. Du. Huh. Also, wie geraged bist du? Er hat gerade 50 FPS, meine Güte. Ah, oh, sein Purzel! Den Purzel. Ich merke schon, Purzel wird noch die Affäre. Er heißt Purzel. Ich finde den Namen super. Ich kann mich auch Purzel, Lü Purzel nennen. Ich kann dich auch... Ja, Lü Purzel, bitte. Was ist das? Ein Rennspiel. Spring in dein Motorboot, dann fällst du los. Der Erste, der 5 Runden beendet, gewinnt. Purzel, hilf mir. Ah, beschleunigen und bitte lenken. Ich bin schlecht in solchen Spielen. Bist du schnell, kommst du nicht gut um die Kurve. Ja, nicht so schnell, halt's Maul, Purzel, los geht's. Hä, ich dachte, du magst mich. Ja, ich mag auch Chef und beleidige ihn als Hurensohn, das ist schon okay. Das stimmt. Leider. Aber ich habe mich entschuldigt, das muss reichen. Das muss reichen. Warum lachst du? Um die Kurve, Das ist jetzt nicht das... es steuert sich richtig kacke. Kann ich nur eine Runde geben oder so? Dann hätte ich jetzt nämlich gewonnen. Hauptsache ich verliere jetzt wieder. Danke, dass mich alle anbotscht. Was ist das Problem, wenn man zu schnell ist? Versteh's nicht. Dann kommst du schlechter um die Kurve, aber irgendwie machen es die Computer auch nicht besser. Hallo, du hast mir vor den Weg geblockt, Mann. Wie viele Runden sind's denn? Noch 2. Wo sieht man das? Ich denke, es sind noch 2. Ja, genau. Ja, aber du überholst mich jetzt sowieso, dann gewinnst du, dann kriegst du deine 3000 Münzen wieder und dann hat's erledigt, Mann. Let's go! Ich will mein Geld Mario, nein! Mario, du Arschloch, verpiss dich! Ja! Du hast doch gewonnen. Ja, guck mal. Ich geil, oder? Mit New Record. Ja, Mann. Stolz auf dich. Ist auch so schwer. Das ist mir erstmal gespielt, also. Ja, ich meine, es ist sehr hart, also. Ja, es war schon sehr hart, ja. Was ist so der erste Eindruck von Mario Party 3? Ziemlich scheiße wie alle anderen Teile auch. Ich würde sagen, so equally auf Platz 35 wie alle anderen. So.
Kannst du das Spiel nicht fairer bewerten? Nein. Ich bewerte es fairer, wenn ich gewonnen habe. Ja, Chance-Time. Auch nicht Chance.